Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video hier. Heute möchte ich euch ein wunderschönes Balisong vom russischen Hersteller Buti, Alexander Scheburkow, vorstellen. Der liebe Richie von Tools for Gents hat es mir zum Testen vorbeigebracht. Dieses Modell könnt ihr auch bei toolsforgents.de beziehen. Nicht vergessen, mit dem Rabattcode DIRTYCROSS bekommt ihr dort bei eurem Einkauf einen Rabatt von 5%. Dieses Balisong gibt's in mehreren Ausführungen, also mit der Mastklinge, Timascus Handles und so weiter. Aber schauen wir uns das Balisong mal im geschlossenen Zustand an. Die Handles bestehen aus Titan, welche blau anodisiert wurden und mit einem Flintstone-Finish versehen wurden. Und oh ja, die fühlen sich wirklich gut an. Zudem finden wir pro Handle noch zwei T9 Torx-Schrauben. Drehen wir es mal auf die Seite. Was sofort auffällt, wir haben hier eine verdammt dünne Sandwich-Konstruktion. Aber dazu später mehr. Machen wir es jetzt mal auf. Dazu müssen wir einfach das Latch öffnen und Leute, schaut euch das mal an. Selbst das Latch hat ein Flintstone-Finish und wurde anodisiert. Sowas sieht man normalerweise echt nur bei Custom-Balisongs. Okay, nun sehen wir endlich das Balisong in seiner vollen Pracht. Ihr merkt schon, ich bin vom Design sehr angetan. Schauen wir uns mal die Klinge an. Die Klinge besteht aus dem M390 Stahl, läuft auf Kugellager und wird durch Sandbins in Position gehalten. Was ich hier auch toll finde, ist, dass die Sandbins versteckt sind, sodass das Design nicht gestört wird. Aber zurück zur Klinge, dort finden wir nur sehr wenig. Im Prinzip nur das Scheburkow Logo und auf der anderen Seite die Stahlbezeichnung und das Herstellungsjahr. Kommen wir jetzt mal kurz zu den technischen Details. Das Messer wiegt nur 100 Gramm, somit nur wenige Gramm mehr als das Benchmade Morpho 51, was ich persönlich sehr angenehm finde. Mit rund 23 cm Gesamtlänge zählt es eher zu den kleineren Balisongs. Nun, da wir die Maße kennen, kommen wir mal zur Frage aller Fragen. Warum zum Teufel ist das russische Nationalgetränk Tee? Ich dachte, die Leute sind 24/7 auf Wodka. Naja, egal. Wie gut kann man denn nun mit dem Scheburkow Balisong flippen? So schön das Design dieses Balisongs auch ist, desto schlechter sind leider die Flipping-Eigenschaften. Versteht mich nicht falsch, man kann mit dem Balisong natürlich jeden Trick und jede Combo machen. Beim Flippen merkt man, dass das Balisong ziemlich klingenlastig ist, was beim Flippen, ja, man kann's nicht anders sagen, es nervt. Es fühlt sich so an, als würde jemand während dem Flippen die ganze Zeit mit einer Schnur an der Klinge ziehen. Woher das Problem kommt, ist schnell erklärt, denn wir finden bei diesem Balisong keine Swing Spacer, also keine Gewichte, sondern lediglich normale Abstandshalter. Was beim Flippen noch stört, ist, dass die Handles ziemlich schmal ausgefallen sind. Dadurch werden zum Beispiel Tricks wie der Joker Fan wesentlich schwieriger. Okay, das waren jetzt einige negative Punkte zum Flippen. Kommen wir aber jetzt zu den Sachen, die mir am Design negativ aufgefallen sind. Wie schon erwähnt, finden wir bei den Handles keine Gewichte und leider auch kein Latchgate, wodurch das Latch beim Flippen auf die Klinge treffen kann. Das fühlt sich einerseits wirklich unangenehm an und andererseits kann dadurch sehr schnell die Schneide kaputt werden. Okay, für den nächsten Punkt schließt mal eure Augen und hört genau hin. Bin ich der Einzige oder findet ihr auch, dass es sich ein wenig billig anhört? Sowas stört natürlich nicht jeden, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Aber eine Sache gibt's noch und das ist mein größter Kritikpunkt. Schaut doch mal, wie nahe man der Schneide kommen kann, wenn das Balisong geschlossen ist. Hier herrscht definitiv Verletzungsgefahr. Und ja, auch ich habe mich hier bereits geschnitten, denn die Schneide liegt sehr, sehr knapp unter der Handle. Aber kommen wir jetzt zu meinem persönlichen Fazit.
Ich hatte jetzt die Gelegenheit, das Scirocco Balisong eine ganze Weile lang zu testen. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich möchte nochmals Richie danken, der mir die Möglichkeit gegeben hat, das Teil hier zu testen. Ja, bevor ich jetzt gleich mal was zum Balisong sage, komme ich mal zur Verpackung und so. Das Balisong kommt so in einer stinknormalen Kartonverpackung. Ich weiß, nicht alle sind so pingelig wie ich, aber Leute, bei einem handgemachten Messer, da braucht's einfach irgendwas Besonderes. Klar, die schwarze Verpackung sieht elegant aus, aber irgendwie was aus Holz oder sonst was, das wäre einfach richtig geil bei so einem handgemachten Messer. So, dann haben wir hier noch das Zertifikat. Wer jetzt irgendwie Russisch kann, kann hier gerne mal pausieren. Also hier steht auch noch irgendwas. Hier unten finden wir noch die E-Mail-Adresse von Scheburkow und natürlich den Link zu seiner Seite. So, aber kommen wir jetzt zum Balisong. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, ich hatte einiges zu kritisieren an dem Teil. Aber ich möchte mal mit was Positivem anfangen, und zwar der Verarbeitung. Denn die Verarbeitung ist wirklich grandios. Also hier zuerst schon mal der Flintstone Finish. Selbst das Ledge wurde komplett bearbeitet und anodisiert. Das Teil läuft out of the box sehr, sehr flüssig. Natürlich wegen den Kugellagern. So, machen wir es kurz mal auf. Was ich toll finde, ist, dass hier wirklich nichts zugemüllt wurde wie bei anderen Messern. Hier ist auch alles sauber. Was ich auch toll finde, die Sandpins, also hier diese Pins sieht man nicht, also die wurden hier hineingesteckt. Das Design wird also nicht gestört. Wunderschön. Also, ihr seht, das Design spricht mich persönlich sehr an. Aber ich habe leider auch einiges zu kritisieren. Unter anderem, dass hier kein Latch Gate verbaut wurde. Ihr seht schon, das Latch kann beim Flippen auf die Klinge treffen. Das fühlt sich, wie schon erwähnt, sehr, sehr unangenehm an und zudem kann einfach die Schneide kaputt werden und das will man einfach nicht. So, der größte Kritikpunkt aber, und hier seht ihr es jetzt richtig, richtig gut, die Schneide ist fast auf derselben Höhe wie die Handle. Also die Verletzungsgefahr ist sehr hoch. Ich habe mich auch bereits geschnitten, als ich das Balisong so in den Händen hatte und mit dem Finger einfach mal so runterging. Also sowas sollte wirklich nicht sein. Das ist wirklich so der größte Kritikpunkt. Einfach aus dem Grund, dass man sich damit verletzen kann. Wenn ihr euch vielleicht erinnert, ich habe euch ja mal ein wenig was über die Geschichte zum Balisong erzählt. Und damals war die Anforderung an ein Balisong, dass man sich im geschlossenen Zustand mit dem Balisong nicht verletzen kann. Und hier kann man sich leider verletzen. Ich kann's verstehen, Scheburkow stellt vorwiegend Folder her, wie zum Beispiel hier das Toucan oder auch das Scout. Alles wirklich sehr, sehr tolle und hochwertige Messer. Was ich dazu sagen möchte, ich persönlich betrachte jetzt das Balisong hier aus einer Flipper-Perspektive. Also ich will mit dem Teil ja flippen können und ich möchte es nicht nur irgendwie in der Vitrine liegen haben. Zum Flippen würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen, außer ihr flippt wenig oder auch euch gefallen sehr schmale Handles. So. Oder ihr habt das Balisong so als EDC-Messer dabei. Da ist es völlig in Ordnung. Es ist schon ein richtiges Kunstwerk auch, also man könnte es ja auch in die Vitrine stellen.
Wie gesagt, es ist wunderschön. Das Teil gibt es ja auch noch mit Damastklinge und so weiter und so weiter. Also schaut euch da einfach mal bei der Seite ein wenig um. So, ansonsten kann ich eigentlich nicht viel zu dem Messer sagen. Was jetzt aber meine Kritik an Alexander Scherbakow wäre zu diesem Teil hier, man sollte es jetzt nach meinem Geschmack ein wenig länger machen. Also, wenn's auf ist, ist's doch ein wenig kurz. Deshalb alles ein wenig länger gestalten. Die Handles sollten definitiv mehr Volumen bekommen, beziehungsweise runder werden. Zudem sollte man ein Latch Gate verbauen, also zum Beispiel einen Abstandshalter. Oder wenn man hier Swing Spacer einbaut, dann kann man das alles in einem regeln. Ja, also ich persönlich möchte mir nicht die Klinge kaputt machen. Schon gar nicht bei einem Balisong, das circa 300 € kostet. Zudem sollte man den Abstand der Handles vielleicht ein wenig erhöhen, sodass man sich hier nicht schneiden kann. Oder man macht die Klinge schmäler, aber ich glaube, das würde jetzt designmäßig nicht so gut aussehen. Da könnte man sich definitiv aber noch einige Gedanken zu diesem Teil hier machen. Vielleicht gibt's irgendwann mal einen Scherbakow Balisong 2.0. Das wäre richtig, richtig toll und ich würde mich auch freuen, das auch zu testen. Ja, meine Schlussworte, das Teil. Es ist wunderschön, also ich kann's nicht anders sagen. Ich muss leider, was das Flipmount belangt, einiges kritisieren, aber die Verarbeitung tipptopp. Also da darf ich mich wirklich nicht beklagen. Aber mich würde jetzt natürlich eure Meinung zu diesem Teil hier interessieren. Wie gefällt es euch? Was würdet ihr vielleicht ändern? Und dann danke ich euch fürs Zusehen. Vergesst natürlich nicht, einen Kommentar dazulassen und einen Daumen nach oben. Solltet ihr hier zum ersten Mal sein, vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und klickt hier drauf, um noch zwei weitere Videos von mir anzuschauen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Euer Dirty Cross. Ciao.